Insofern glaube ich, dass wir alle dann politisch sind, wenn wir uns dafür einsetzen, die Lebensverhältnisse vor Ort mitzugestalten. Solidarität, Gleichberechtigung und Freiheit in der Gesellschaft ist schon etwas, was ich teile, was aber auch die Bundes-SPD an der Stelle explizit teilt. Politik gemeinsam zu gestalten, und ich sage mal in dem Fall ein Land gemeinsam zu gestalten und voranzubringen, ist immer Konsensfindung. Ich glaube, dass ich ein sehr humorvoller, offener, intelligenter Mensch bin. Eine Frau, die weiß, was sie will. Ich glaube, dass ich manchmal aufpassen muss, dass ich die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, nicht überfordere. Also die Sicherung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum ist eines unserer Hauptthemen, mit dem wir uns beschäftigen. Natürlich muss ich schauen, wie schaffe ich die Mobilität mit dem öffentlichen Personennahverkehr, wie schaffe ich die Mobilität mit dem Radverkehr. Auch da sind wir in den letzten Jahren sehr, sehr gut vorangegangen und bin mir sehr sicher und weiß es seit knapp 6 Jahren, dass ich jetzt meinen Traumjob habe, nämlich Landrätin dieses wunderbaren Landkreises zu sein. Hallo Mai Kirchhain und alle anderen Interessierten. Ja, am 8. September ist es soweit. Wir entscheiden, wer Landrat oder Landrätin werden oder bleiben soll. Die kommende Landratswahl war Grund genug für mich, mit Mai Kirchhain neuester Rat zu betreten und mich mal an einem Kandidatencheck zu versuchen. 5 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich aufgestellt und stellen sich nun euren und meinen Fragen. Nicht immer bitter ernst, dafür hoffentlich aufschlussreich, unterhaltsam. Und heute in entspannter Sommerinterview-Atmosphäre im Garten von Kirsten Fründ, der Landrätin von Marburg-Biedenkopf und der Landratskandidatin der SPD. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Kirsten. Danke, dass du mich hier empfangen hast zu diesem Kandidatencheck. Ja, das Wetter hat gut zugeschlagen. Bevor wir erstmal zu dir als Person kommen, erklär doch vielleicht einfach mal unseren Zuschauern, warum sollten sie denn überhaupt zur Landratswahl wählen gehen? Ich meine, letzten Endes geht es doch nur um die Vergabe von einem Verwaltungsposten, oder? Also das kann man natürlich so sehen. Man ist als Landrätin natürlich Chefin der Verwaltung, aber was viel, viel wichtiger ist, Landratswahlen sind Kommunalwahlen und ich finde, nirgendwo besser kann man tatsächlich gestalten als in der Kommunalpolitik. Außerdem sind Wahlen unser demokratisches Grundrecht und insofern ist es richtig und wichtig, diejenige Position mitzuwählen, die auch darüber entscheidet, wie sich diese Region weiterentwickelt, was vor Ort hier im Landkreis Marburg-Biedenkopf passiert. Ja. Für viele ist ja so ein Posten meistens der letzte bezahlte Job. Was war denn dein erster bezahlter Job? Mein erster bezahlter Job? Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung zur Gärtnerin gemacht, hier im Botanischen Garten in Marburg, eine richtige Gärtnerlehre und da habe ich mein erstes Geld selbst verdient. Ja, und dein Interesse an der Gärtnerei sieht man auch hier heute noch. In diesem wunderbaren Garten. Ja. Jetzt hast du uns schon ein bisschen Einblick in deinen Lebenslauf gegeben. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr, also von der Geburt, von der Wiege bis heute. Ja, also ich bin 1967 geboren, hier in Marburg. Habe eine ganze Zeit lang, weil mein Vater berufsbedingt in Bad Homburg gearbeitet hat, in Bad Homburg gelebt. Die ersten 10 Lebensjahre bin dann wieder hier nach Marburg gezogen, ganz in die Nachbarschaft hier in mein Elternhaus dann. Bin hier zur Schule gegangen, habe an der Elisabeth-Schule 1986 Abitur gemacht. Danach eine Lehre gemacht zur Gärtnerin. Dann habe ich 3 Jahre als Gärtnerin gearbeitet. Ja. Habe dann Agrarwissenschaften studiert an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. In der Zeit meinen Mann kennengelernt, 2 Kinder bekommen. Wir haben 2 Töchter, die mittlerweile 24 und 26 Jahre alt sind. Nach dem Studium war ich auch noch mal für 3 Jahre ungefähr an der Universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin in unterschiedlichen Projekten beschäftigt. Damals war das Institut Landschaftsökologie und Landschaftsplanung. Das gibt es heute auch noch an der JLU. Ja, und bin dann im August 2000 zur Universitätsstadt Marburg gekommen, weil es damals eine Projektstelle gab für den Aufbau eines Grünflächeninformationssystems mit geografischen Informationssystemen hinterlegt. Mhm. Und diese Projektstelle habe ich dann 13 Jahre lang begleitet, habe das Grünflächeninformationssystem aufgebaut am Fachdienst Stadt, Grün, Umwelt und Natur in der Universitätsstadt und bin dann im Jahr 2013
Sportamtsleiterin der Universitätsstadt Marburg geworden. Das klingt jetzt erstmal nach einem ganz großen Bruch, aber das ist jetzt ja nur mein beruflicher Werdelauf gewesen. Der Werdelauf, der sozusagen in der Freizeit und im ehrenamtlichen Engagement noch dazukommt, der hat dazu geführt, dass ich eben auch diese Sportamtsleitung übernehmen durfte. Mhm. Ich war 12 Jahre lang Vorsitzende eines der größten Marburger Vereine, hier des TSV Marburg-Ockershausen, und habe natürlich in der Funktion relativ viel, nicht nur hier im Stadtteil für den Sport und mit dem Sport gestaltet, sondern auch in der ganzen Stadt im Sport aktiv gewesen. Ich war Mitglied im Sportkreis Marburg-Biedenkopf. Ich habe den Sportentwicklungsplan mitentwickelt der Universitätsstadt Marburg. Und über die ehrenamtliche Schiene kam dann eben nachher auch die Möglichkeit für mich, mein Hobby, nämlich den Sport, mit dem Beruf zu verbinden, damals als Sportamtsleiterin. Ich dachte damals, weil du hast ja gerade gesagt, für viele ist es der letztbezahlte Job, so ein Landrätin. Ich dachte damals schon, als ich Sportamtsleiterin wurde, ich habe meinen Traumjob gefunden, den ich ja dann gar nicht so lange ausgefüllt habe, nämlich nur bis Ende Januar 2014. Ja. Und bin mir sehr sicher und weiß es seit knapp 6 Jahren, dass ich jetzt meinen Traumjob habe, nämlich Landrätin dieses wunderbaren Landkreises zu sein. Jetzt wird man ja Landrätin in der Regel nicht einfach dadurch, dass man, sag ich mal, in der Verwaltung immer weiter die Karriereleiter hochklettert, sondern in der Regel wird man es ja über politisches Engagement. Wie und wann bist du denn politisch aktiv geworden? Also Landrätin wird man ja als Landrätin wird man ja die Bürgerinnen und Bürger indirekt wählen. Mhm. Das ist ja nicht in jedem Bundesland so. In Hessen ist es aber seit Ende der 90er Jahre so oder Mitte der 90er Jahre, dass die Landrätinnen und Landräte direkt gewählt werden. Insofern ist das eine Wahlbeamtenstelle. Die Frage ist immer, finde ich, das ist eine ganz spannende Frage, wann bin ich politisch geworden? Also das könnte zum einen heißen, wann bin ich in die SPD eingetreten? Ja. Das war 2010. Warum ich in die SPD eingetreten bin, würde ich gleich gerne auch nochmal sagen. Aber ich glaube, dass viele Leute politischer sind, als sie eigentlich denken. Die Frage ist ja, was ist denn Politik oder was ist Kommunalpolitik? Und in meinen Augen ist Kommunalpolitik das, wenn man vor Ort sich einbringt, um Dinge mitzugestalten und zu verwalten. Das machen viele Menschen in Vereinen, das machen viele Menschen im Kindergarten, wenn sie zum Beispiel im Elternbeirat sind oder im Schulelternbeirat sind. Das machen viele Menschen, wenn sie ehrenamtlich kommunalpolitisch aktiv sind, da liegt es ja auf der Hand. Ja. Insofern glaube ich, dass wir alle dann politisch sind, wenn wir uns dafür einsetzen, die Lebensverhältnisse vor Ort mitzugestalten. Ich muss dafür nicht unbedingt einer Partei angehören. Für mich war aber tatsächlich auch der Sport das Sprungbrett zu sagen, ich möchte mich auch in der Partei politisch engagieren. Ich hatte ja gerade schon mal gesagt, dass ich Vorsitzende des TSV Marburg-Ockershausen war. Wir haben hier mit dem Stadtwald, mit der Gemeinwesenarbeit Projekte umgesetzt, um Jugendliche in den Sport zu bekommen und sie selber auch für Vereinsarbeit zu interessieren und sie dahin zu bekommen, dass sie auch Verantwortung übernehmen. Hauptsächlich Jugendliche, die bis jetzt keine Bezüge zu Vereinen oder zu sportlichen Tätigkeiten haben, indem wir dort Bewegungsprojekte umgesetzt haben. Wir haben FSJler installiert. Das war so erfolgreich und hat so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, das möchte ich jetzt nicht nur im Sportbereich mitentwickeln und ich möchte nicht nur im Sportbereich mitgestalten, sondern auch im gesellschaftspolitischen Bereich darüber hinaus und bin aus dem Grund in 2010 in die SPD eingetreten. Jetzt liegt ja die Frage nah, aufgrund auch deiner vorherigen beruflichen Tätigkeit, warum die SPD und nicht zum Beispiel die Grünen? Das ist jetzt so das, was mir spontan in den Kopf gekommen ist, das läge ja eigentlich näher, oder? Ja, das kommt immer darauf an, was man auch für eine Sozialisation hat. Ja? Also ich komme aus einer SPD-geprägten Familie. Mein Opa war Gewerkschafter und ich glaube, wie das bei vielen Familien so ist, hat der Großvater doch einen ziemlichen Einfluss auf die Enkel gerade. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, nach meinem ersten Ausbildungstag, als ich nach Hause gekommen bin und mein Großvater sagte, so, jetzt hast du den ersten Tag überstanden, jetzt trittst du in die Gewerkschaft ein. Mein Opa war alter Gewerkschafter in der IG Metall. Da kam die Sozialisation über die Familie
Und insofern war ich auch immer schon SPD-Wählerin und SPD-nah. Und das heißt ja nicht, dass die SPD keine umweltpolitischen Themen besetzt, ja. Aber das Thema gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft, das, wofür ich ja auch im Ehrenamt eingetreten bin, das wird auch in der SPD am besten abgebildet. Das kennt ja der Durchschnittsbürger, sage ich mal, kriegt ja normalerweise nur das mit, was er aus den Medien mitbekommt. Also vorwiegend dann eben die Massenmedien. Sprich, dadurch wird ja auch das Bild der SPD vorwiegend geprägt. Was würdest du denn sagen, inwiefern oder welche Werte teilst du mit dieser Bundes- oder Landes-SPD am meisten? Und wo würdest du sagen, liegst du überhaupt nicht auf einer Wellenlänge? Naja, grundsätzlich haben wir uns ja, wenn wir in einer Partei sind, und es ist ja jetzt egal, zu welcher du dich dazugehörig fühlst, den Werten dieser Partei verschrieben. Und Solidarität, Gleichberechtigung und Freiheit in der Gesellschaft ist schon etwas, was ich teile, was aber auch die Bundes-SPD an der Stelle explizit teilt. Ich glaube, was die große Herausforderung ist, dass man immer schauen muss, welche unterschiedlichen Ebenen sind denn am Arbeiten wie erfolgreich. Und natürlich muss sich die Bundesspitze mit anderen Fragestellungen beschäftigen, wie die Kommunalpolitiker in der SPD, und noch haben wir die meisten Kommunalpolitiker auch in Hessen, die der SPD zugehörig sind, weil wir einfach kommunalpolitisch erfolgreiche Arbeit machen, weil wir die Bedarfe, die Bedürfnisse der Menschen vor Ort aufnehmen und dann auch in konkrete Projekte umsetzen. Ja. Welche Position würdest du denn ablehnen von der SPD auf Bundes- oder Landesebene? Fällt dir da irgendwas spontan ein, oder? Also es gibt ja immer Streitpunkte, die man an der Stelle diskutieren kann. Und man muss natürlich auch schauen, in welcher Konstellation die SPD auf Bundesebene ist. Wir haben nicht die absolute Mehrheit. Dann könnte man SPD-Themen sehr gut und vollumfänglich umsetzen, sondern wir sind der kleinere Partner in der großen Koalition. Das wird sich oder bildet sich auch an dem ab, was man tatsächlich umsetzen kann. Natürlich kann man, wenn man die reine SPD-Lehre vertritt, nicht mit allem einverstanden sein, aber man muss auch realistischerweise sagen, Politik gemeinsam zu gestalten, und ich sage mal in dem Fall ein Land gemeinsam zu gestalten und voranzubringen, ist immer Konsensfindung. Und das mag dem einen oder anderen gefallen oder nicht. Ich glaube, dass die SPD in den letzten Jahren an der Stelle sehr, sehr viel Gutes bewirkt hat und auch sozialpolitische Themen eingesetzt hat, sozialdemokratische Themen umgesetzt hat. In der Wahrnehmbarkeit ist es tatsächlich so, dass ich sagen würde, wir könnten es auch besser verkaufen. Ja. Okay, was ja so ein bisschen auf der Hand liegt, ist ja, wie es zu deiner jetzigen Landrätin-Kandidatur gekommen ist. Das ist ja offensichtlich. Wie kam es denn ursprünglich dazu? Ja, ursprünglich, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, war das eigentlich gar nicht in meiner Lebensplanung. Mhm. Ich hatte ja seit einem Jahr einen Beruf, der mir sehr gut gefallen hat. Und dann ist aber die SPD Marburg-Biedenkopf in eine Notsituation gekommen, weil während des laufenden Landratswahlkampfes in 2013 unser Landratskandidat abhanden gekommen ist. Das wusste ich gar nicht. Und die SPD schnell einen neuen Kandidaten finden musste. Das hat ja was damit zu tun, wie die Fristen sind, wann du tatsächlich auch einen Kandidaten bis zu welchem Stichtag nach Kommunalwahlgesetz benennen musstest. Und da musste die Entscheidung sehr, sehr schnell gehen. Mhm. Und dann ist man auf mich gekommen und hat mich gefragt. Und die Ansage war, du hast 24 Stunden Zeit, dir das zu überlegen. Kannst du dir das vorstellen? Und es war natürlich erstmal ein ganz großer Moment, der mich auch ins Zögern gebracht hat, weil das ist natürlich nichts, was man von jetzt auf gleich entscheidet. Das will durchdacht sein, da brauchst du die Familie im Hintergrund. Und schließlich und endlich habe ich gedacht, ja, du brauchst auch den Mut, das zu machen, weil es hat schon auch was mit Mut zu tun, spontan so eine Entscheidung zu treffen. Und das habe ich getan und habe dann einen sehr kurzen, aber sehr intensiven Wahlkampf in 2013 geführt mit Unterstützung der Genossinnen und Genossen vor Ort, mit Unterstützung ganz vieler Bürgerinnen und Bürger, was dann dazu geführt hat, dass ich in 2014 das Amt der Landrätin erstmals antreten durfte und seitdem sehr gerne mache. Verglichen mit deinem Wissen heute, wo du ja weißt, wenn du wiedergewählt wirst, was dich erwartet, hattest du damals eine Ahnung, was auf dich zukommen würde? Nee, also ich weiß auch noch ganz genau, dass ich
den damaligen Oberbürgermeister aus Marburg gefragt habe, was kommt denn auf mich zu? Was passiert denn, wenn oder was macht eine Landrätin? Was bedeutet das eigentlich? Und dann hat er auch gesagt, das kann dir eigentlich keiner sagen, das musst du erleben. Das ist mal dein Vorgänger. Naja, das kommt ja darauf an, wie offen der Vorgänger ist, mit einem zu kommunizieren. Da hatten wir, glaube ich, unterschiedliche Vorstellungen von Kommunikation und Austausch. Aber tatsächlich ist es so, wir haben das jetzt manchmal im Kreis der Kolleginnen, der Landrätinnen und Landräte, dass wir schon auch sehr genau wissen, natürlich wissen wir jetzt alle, was wir tun. Aber es ist was anderes, wenn ich dir jetzt sage, ich bin für Katastrophenschutz zuständig, ich bin fürs Gesundheitswesen zuständig, ich bin dafür zuständig, dass die Autos zugelassen werden. Das sind ja sozusagen die Inhalte, der eine Teil, den kannst du dir auch anlesen. Ja. Aber was es tatsächlich bedeutet, jeden Tag und jeder Tag heißt jeder Tag in der Woche, für und mit diesem Landkreis zu arbeiten, das muss man erleben. Mhm. Der Wahlkampf selbst ist ja wahrscheinlich, Wahlkampf selbst ist ja wahrscheinlich auch eine ziemlich zeitraubende Angelegenheit. Wie hast du das denn bisher mit deiner Arbeit und der Familie vereinbaren können? Also die Familie weiß, dass sie jetzt gerade keine Priorität hat. Ansonsten liegt es an einer guten Organisation und natürlich noch mehr Termine machen, als ich das in der Vergangenheit auch gemacht habe. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das gut funktioniert. Und wie lief der Wahlkampf bisher? Gut. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Also ich mache grundsätzlich gerne Wahlkampf, weil ich es liebe, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, in Kontakt zu kommen. Wir hatten das ja gerade eingangs. Also die Landrätin wird direkt gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern. Und natürlich ist es dann richtig und wichtig, dass man mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Menschen ins Gespräch kommt, in Kontakt kommt, um auch einfach zu wissen, was bewegt sie denn und was sind denn die Themen der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Marburg-Biedenkopf? Ich glaube, dass wir das in den letzten 6 Jahren ganz gut auch mit unterschiedlichen Beteiligungsformaten abgebildet haben. Ja. Aber das mag ich gerne an Wahlkampf. Okay. Ja, wie steht es denn so um dein Allgemeinwissen um den Landkreis? Ich hoffe gut. Ja, wir haben nämlich ein klitzekleines Quiz vorbereitet, bei dem ihr jetzt natürlich auch gerne mitmachen könnt. Das Ganze ist so ein bisschen aufgebaut wie Wer wird Millionär? Also ich hoffe, das ist jetzt keine Rechtsverletzung oder sowas. Also du hast Antwortmöglichkeiten. Das heißt, die Fragen werden immer schwerer. Nein, das leider nicht. Das leider nicht, aber zum Ende hin werden sie zumindest etwas skurriler. Dann starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage. Und zwar Frage Nummer 1. Wie viele hessische Landkreise gibt es? 21. Das ist richtig. Das war aus der Pistole herausgeschossen. Und Frage Nummer 2. Welcher Landkreis gehört neben Marburg-Biedenkopf noch zum Regierungsbezirk Gießen? So, da muss es natürlich Antwortmöglichkeiten geben. Also A. Waldeck-Frankenberg. B. Limburg-Weilburg. C. der Wetteraukreis oder D. der Schwalm-Eder-Kreis? Limburg-Weilburg. Das ist richtig. Auch Limburg-Weilburg gehört zum Regierungsbezirk Gießen. Frage Nummer 3, das dürfte für dich eine etwas einfache sein. Wie viele Einwohner hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf ungefähr? Auch da gibt es 4 Wahlmöglichkeiten oder weißt du es sofort? Wie sag mal. Also Antwort A wäre 75.000. B 150.000, C 250.000 oder D 350.000? C ist richtig. Also 250.000. Okay. Frage 4. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf, auch das dürfte wieder eine etwas einfache Frage sein. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf besteht aus wie vielen Städten und Gemeinden? Weißt du es sofort? Ja. 22. Auch das ist richtig. Frage Nummer 5, also es sind nur 10, keine Sorge, wir sind also jetzt bei der Halbzeit. Jetzt kommen wir mehr zu den Gewässern. Welches Gewässer fließt nicht durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf? Auch da wieder 4 Auswahlmöglichkeiten. A. die Banfe, B. die Perf, C. die Vers oder D. die Alna? Banfe, Perf, Vers oder Alna? Einer davon fließt nicht. Banfe, Vers, Perf und Alna. Die Banfe. Das ist richtig. Mhm. Du hast ein bisschen gezögert. Ja, ich musste kurz überlegen. Wie hast du es denn hergeleitet?
Also es gibt einen Sportverein, der Fersbachtal heißt und der ist bei uns im Landkreis. Insofern musste die durch unseren Landkreis fließen. Einer lag wahrscheinlich eher auf der Hand. Genau. Okay, Frage Nummer 6. Seit wann besteht der Landkreis Marburg-Biedenkopf? Weißt du das auswendig? In seiner jetzigen Form Landkreis Marburg-Biedenkopf seit 1974. Auch das ist richtig. Du sagtest in seiner jetzigen Form? Naja, es gibt ja immer noch Leute, die sich sehr gut daran erinnern können, dass wir zwei Landkreise hatten, den Landkreis Marburg und den Landkreis Biedenkopf. Ja, das stimmt, ja. Und dann gab es auch nochmal den Kreis Kirchhain. Kirchhain, auch ganz weit vorne. Dann wäre ich heute nicht hier, wenn es den gäbe. Aber ich glaube, zur damaligen Zeit wurden die Landräte noch nicht direkt gewählt, sondern vom Kreistag bestimmt. Da kommen wir auch noch zu. Okay. Jetzt, da schließt nämlich quasi direkt die nächste Frage an, nämlich wie hieß der zweite der bisher 6 amtierenden Landräte in der Geschichte des Landkreises? Da haben wir A. Christian Wagner, B. Kurt Klim, C. Siegfried Sorge oder D. Burkhard Filmer. Eine Frage, wo andere drüber gestolpert sind. Ja, der zweite müsste Sorge gewesen sein. Auch das ist richtig. Ja. Also Christian Wagner war von der CDU, das war der dritte. Genau. Der Kurt Klim, das war dann der vierte, der war 81 bis 85, war dann SPD. Siegfried Sorge war von den Freien Wählern 75 bis 81 und Burkhard Filmer war der Erste. Genau. 74 bis 75. Ich glaube, der wurde noch nicht direkt gewählt. Das glaube ich auch nicht. Dann die Frage Nummer 8. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf unterhält keine offizielle Partnerschaft mit A. dem Huntingdonshire District in Großbritannien, B. dem Wartburgkreis in Thüringen, C. dem Kreis, ich hoffe, dass ich es jetzt wieder richtig ausspreche, Koszalin. Okay, ja, gut. D. dem Landkreis Oberhavel. Dann ist schon mal, also an deinen Kenntnissen ist schon mal klar, welcher Kreis definitiv dabei ist. Also die Frage war jetzt nochmal, wo wir keine Partnerschaft haben, keine offizielle Partnerschaft. Keine offizielle, also Huntingdonshire District, Wartburgkreis, Koszalin oder Oberhavel. Also Wartburgkreis nicht. Also offiziell haben wir sowieso nur Koszalin und Huntingdonshire. Okay. Ja. Weil eigentlich wäre es Oberhavel gewesen. Jetzt musst du mir dann mal erklären, deswegen warum hat mich das ein bisschen. Nicht. Wartburgkreis haben wir keine offizielle Partnerschaft. Wir haben vielleicht eine Freundschaft. Okay. Ja. Dann muss deswegen das sind es eigentlich zwei. Genau, dann eigentlich sind es zwei, mit denen wir nichts haben. Mhm. Okay. Das war jetzt, dann musste ich wählen, 50-50. Dann müssen wir das mal der Wikipedia-Redaktion so mitteilen. So, Frage 9. Der Titel, der Titel einer 2015 herausgebrachten Infobroschüre des Landkreises lautete A. Waschbären die Tiere mit der Zorro-Maske, B. Störche klappern gehört zum Handwerk, C. Bienen fleißige Nützlinge vor der Haustüre oder D. Eichenprozessionsspinner Kreuzzug eines Schädlings. Also ich weiß, dass wir mal eine Waschbärbroschüre rausgegeben haben, weil wir das als großes Thema hatten. Das könnte auch 2015 gewesen sein. Insofern tippe ich mal auf die Zorro-Brüder. Hast du ein sehr gutes Insider-Wissen? Ja, es waren die Waschbären. Die anderen Titel habe ich mir nur ausgedacht. Ja, aber es kann ja noch kommen. Dann kommen wir jetzt ein bisschen mehr zu dem Verwalterischen. Und zwar, welches Antragsformular findet sich nicht auf der Homepage des Landkreises Marburg-Biedenkopf? A. Chorwesen, Antrag auf Projektförderung. B. Tierschutz, Antrag auf Haltung gefährlicher Hunde. C. Sport, Antrag auf internationale Sportjugendbewegung. Oder D. Waffenwesen, Antrag Waffenübernahme in Erbfolge. Das mit den Hunden, das ist nämlich kommunale Aufgabe. Auch das hast du sehr richtig erkannt. Mhm. Ja, damit sind wir am Ende unseres ersten kleinen Quizzes. Wir gehen jetzt direkt in den Kandidatencheck teil. Das heißt also, ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen zurück, stelle dir die Fragen und du hast dann dementsprechend die Möglichkeit zu beantworten.
ist ja immer eine große Herausforderung, aber ich glaube, dass ich ein sehr humorvoller, offener, intelligenter Mensch bin. Eine Frau, die weiß, was sie will, die Ziele hat und die vielleicht manchmal ein bisschen ungeduldig ist, dieses tatsächlich auch zu erreichen. Neben dunkler Schokolade. Nein, ich glaube, dass ich manchmal aufpassen muss, dass ich die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, nicht überfordere. Ja, da ist immer noch Willy Brandt als politisches Vorbild, weil er einfach ein guter Staatsmann war und einer, der Autorität und Haltung ausgestrahlt hat. Und sowas finde ich gerade im politischen Raum und in der politischen Arbeit ausgesprochen wichtig. Sie liebt erstmal ihren Landkreis und ist heimatverbunden. Außerdem weiß sie und hat Vorstellungen von den Zielen und der Zukunft dieses Landkreises, wohin dieser Landkreis entwickelt werden soll, und möchte das mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam entwickeln. Erstens bin ich seit 6 Jahren sehr, sehr gerne und ich denke auch sehr, sehr gut Landrätin mit der entsprechenden Verwaltungserfahrung, die man tatsächlich auch für diese große Verwaltung braucht, die ich aber auch vorher ja schon in meinem vorherigen Berufsleben mit einbringen durfte. Ich bin außerdem sehr gut vernetzt, regional und überregional, was auch für das Weiterkommen und für die Zukunft dieses Landkreises ausgesprochen wichtig ist. Weil ich eine sehr erfolgreiche erste Amtszeit absolviert habe, weil ich ein gutes Programm habe für meine zweite Amtszeit und weil ich es kann. Meine erste Tätigkeit wäre, glaube ich, eine Rücksprache mit meinen Führungskräften und dann packen wir weiter die Themen an, die wir die ganze Zeit bearbeiten. Ich sage immer gerne, und es ist nicht einfach nur so dahergesagt, wir leben im schönsten aller hessischen Landkreise. Das meine ich sowohl landschaftlich als auch wirtschaftlich. Wir sind eine der wirtschaftsstärksten Regionen hier in Hessen, bedingt durch die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Handwerksbetriebe, die wir haben, Unternehmer, die ihr Commitment zu unserem Standort haben, trotz, und das ist eine kleine Schwäche, nicht immer optimaler Infrastruktur, also wir liegen nicht an einer Autobahn. Nur einige unserer Städte und Gemeinden liegen an einer Schienenverbindung. Aber trotz allem ist es ein Landkreis, der bezahlbaren Wohnraum bietet, der eine Kindergarten- und Schulausstattung hat, die sehr gut ist. Wir haben 2 Hochschulstandorte, die es ermöglichen, hier qualifizierte Fachkräfte aufzubauen und auch dann zu halten. Das sind die Stärken unseres Landkreises. Und ich sage immer, der Landkreis ist bunt und vielfältig durch die Menschen, die hier sich ehrenamtlich betätigen. Wenn wir die ganzen Ehrenamtlichen nicht hätten, dann hätten wir hier eine sehr viel ärmere Landschaft. Und insofern ist mir um die Stärke und die Zukunft dieses Landkreises, wenn wir es zusammen entwickeln, nicht bang. Die Schwächen hatte ich gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir haben natürlich eine Herausforderung dadurch, dass wir mitten in Hessen liegen. Wir haben Einflussgebiete aus dem Rhein-Main-Gebiet. Wir haben eine sehr starke nordhessische Region. Zwischen diesen beiden Polen müssen wir uns behaupten. Ich finde, wir können da mehr tun, um uns auch bekannter zu machen. Ich sage immer, tue Gutes und rede darüber. Das könnten wir stärker tun, damit einfach auch die Menschen merken und wissen, dass wir hier im Landkreis Marburg-Biedenkopf eine sehr gute und sehr lebenswerte Region haben und vor allen Dingen auch eine zukunftsfähige Region. Also die
Sicherung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum ist eines unserer Hauptthemen, mit dem wir uns beschäftigen, weil wir natürlich als Flächenlandkreis hier eine unglaubliche Herausforderung haben hinsichtlich der niedergelassenen Ärzte, aber auch hinsichtlich der stationären Versorgung. Wir haben aktuell in aller Munde auch das Thema Schließung der Geburtshilfestation der gynäkologischen Abteilung in Werder. Das sind natürlich so Fragestellungen, die sind auch für die Zukunft als Zukunftsfaktor, als Daseinsfürsorge hier zu beantworten und zu bearbeiten. Das ist einer der großen Herausforderungen. Als nächste Herausforderung, da sind wir schon sehr, sehr gut auf dem Weg, aber da glaube ich, dürfen wir nicht stillstehen, ist das Thema Breitbandversorgung, WLAN-Versorgung und flächendeckende Mobilfunkversorgung. Wir sind der Landkreis in Hessen, der damit am weitesten vorne ist. Wir alle wissen aber auch, dass unsere eigenen Bedarfe, also nicht die Bedarfe der Verwaltung, sondern die Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger immer mehr werden, was das Thema Digitalisierung angeht, was das Thema Nutzung von Breitbandinfrastruktur angeht. Und insofern sind wir hier einfach auch gefordert, das Thema Digitalisierung, Breitbandinfrastruktur voranzubringen und auch in der Zukunft immer mitzudiskutieren. Und ein drittes Thema ist das Thema Mobilität im Landkreis Marburg-Biedenkopf, welches uns an vielen Stellen begegnet. Natürlich muss ich schauen, wie schaffe ich die Mobilität mit dem öffentlichen Personennahverkehr, wie schaffe ich die Mobilität mit dem Radverkehr. Auch da sind wir in den letzten Jahren sehr, sehr gut vorangegangen. Was passiert mit dem Individualverkehr? Wir haben Städte und Gemeinden, die haben eine große Herausforderung mit zunehmendem Verkehr an der Stelle. Und wir müssen ein intelligentes Mobilitätskonzept an der Stelle aufstellen, um alle Bedarfe auch der älter werdenden Bevölkerung bei uns im Landkreis Marburg-Biedenkopf abzubilden. Da sind wir auch wieder mit dem Bürgerbussen, was ja auch ein ehrenamtliches Engagement ist, mit dem Ausbau der Schnellbuslinien in den letzten Jahren hier sehr gut vorangekommen, dürfen aber nicht stillstehen bleiben. Und diese ganzen Themen, deshalb ist es ein bisschen schwierig, ich glaube, das waren 9 oder 10 unterschiedliche Themen, die natürlich alle ihre Daseinsberechtigung haben und die alle wichtig sind. Denn nur wenn man sie alle gemeinsam zusammen entwickelt, dann gibt es einen lebenswerten und einen guten Landkreis Marburg-Biedenkopf. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat sich als Oberthema ja ein Nachhaltigkeitskonzept gegeben. Unter dem Thema Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz und Nachhaltigkeit betrachten wir alle untergeordneten Themen, auch die ich gerade genannt habe. Insofern ist das für uns natürlich eine der Oberprämissen. Also, das ist ja fast so ein bisschen die gleiche Frage. Also, den Breitbandausbau weiter voranbringen, die WLAN-Versorgung ausbauen und ich möchte eine flächendeckende Mobilfunkabdeckung. Realistischerweise wird es mit LTE, also mit 4G passieren, müssen wir, damit wir 5G-fähig sind. Das ist ein Ziel, welches ich vor Augen habe. Die ärztliche Versorgung hatte ich gerade schon mal angesprochen, dass wir die ärztliche Versorgung auch der niedergelassenen Ärzte an der Stelle hier für den gesamten Landkreis Marburg-Biedenkopf gut abbilden. Das sind wir in einem guten Projekt. Wir werden im August hier auch die ersten Vorschläge machen, wie man das weiter forcieren kann und wie man das weiter umsetzen kann. Und das Dritte war Mobilität, was ich gesagt habe. Genau. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, in dem ersten Blog, Ehrenamt macht diesen Landkreis bunt und lebenswert. Und ich komme ja selber aus dem Ehrenamt, das hatte ich ja auch mal bei meinem persönlichen Eingangsstatement schon mal gesagt. Insofern weiß ich zum einen, was ehrenamtliche Arbeit bedeutet. Und ich weiß auch mittlerweile sehr, sehr gut, was es für diesen Landkreis bedeutet. Die Menschen, die in Sportvereinen, in kirchlichen Einrichtungen, in sozialen Einrichtungen, in Einrichtungen der Naturschutzorganisationen oder der kulturellen Einrichtung tätig sind, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement es schaffen, dass dieser Landkreis viele, viele reichhaltige Facetten hat, die es schaffen, Bürgerinnen und Bürger, Menschen, Mitmenschen mit einzubinden, an dieser Gesellschaft teilhaben zu lassen,
ein Angebot zu bieten. Das ist etwas, wenn wir das nicht hätten, wäre dieser Landkreis nicht so lebenswert. Und insofern bedeutet ehrenamtliches Engagement für mich ausgesprochen viel, was sich auch darin abbildet, dass wir relativ schnell, nachdem ich Landrätin wurde in 2014, ein Fach dieses Ehrenamtsförderung ins Leben gerufen habe, der genau das tut, die Ehrenamtlichen zu unterstützen. Denn wir alle wissen, dass ehrenamtliches Engagement heute vor anderen Herausforderungen steht, wie vielleicht noch vor 30, 40 Jahren, dass wir Menschen haben. Wir haben nicht weniger Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, sondern wir haben, die Menschen wollen sich anders ehrenamtlich engagieren. Und da müssen wir mit umgehen und da müssen wir auch den Vereinen, den Hilfsorganisationen, den Feuerwehren bei uns im Landkreis Marburg-Biedenkopf müssen und wollen wir Unterstützungsleistungen geben, wenn sie denn eingefordert werden. Und wenn wir gerade beim Thema Feuerwehren sind, ich sag mal, das ist eine kommunale Pflichtaufgabe, die ehrenamtlich erledigt wird. Und allein daran sieht man, wie wichtig und wertvoll ehrenamtliches Engagement ist. Und nicht zuletzt hat der Kreistag die Ehrenamtspauschale beschlossen und die wir jetzt schon das dritte Mal an die Städte und Gemeinden auszahlen, um genau diejenigen auch nochmal finanziell zu fördern. Denn das ist die Möglichkeit, die wir haben. Wir können sie finanziell ein bisschen unterstützen und wir können sie vor allen Dingen wertschätzen. Und das ist etwas, was mir an der Stelle ausgesprochen wichtig ist. Naja, im Prinzip so, wie wir es bis jetzt auch gemacht haben oder wie wir es bis jetzt auch machen. Wir haben ja ein sehr breites Bürgerbeteiligungskonzept auf den Weg gebracht. Wir machen unterschiedliche Veranstaltungen, Dialogforen, Bürgerkonferenzen zu den unterschiedlichen Themen, zum Beispiel zum Thema Radverkehr, zum Thema Biodiversität oder zum Thema öffentlicher Personennahverkehr. Wir haben das Ganze unterfüttert auch mit einer Online-Beteiligungsmöglichkeit www.meinmarburg-biedenkopf.de, wo sich Bürgerinnen und Bürger zu unterschiedlichen Themen einbringen können und natürlich auch durch den direkten Austausch, den ich an vielen Stellen auch immer wieder suche, wo ich auch merke, dass die Menschen den direkten Austausch wollen, um hier tatsächlich auch mitgenommen zu werden. Und es ist ja nicht so, dass wir als Politiker oben drüber irgendwie arbeiten, sondern ich verstehe, dass die Arbeit der Landrätin so, dass du für die Menschen im Landkreis Marburg-Biedenkopf arbeitest und insofern brauche ich nicht nur deren Nöte und Herausforderungen und Sorgen, sondern auch deren Kompetenzen. Denn nur gemeinsam, auch mit den Kompetenzen der Bürgerinnen und Bürger, können wir diesen Landkreis zukunftsfähig und erfolgreich aufstellen. Weil wir hier bezahlbaren Wohnraum haben, weil wir hier Top-Arbeitgeber haben, die dir eine ganz tolle Arbeitsstelle bieten können, Ausbildungsstellen bieten können, weil wir eine gute Schul- und Kindergarteninfrastruktur haben, weil wir zwei Hochschulstandorte haben, weil wir ein umfassendes Freizeit- und Kulturangebot haben. Also bitte, warum soll man dann in die Großstadt ziehen? Wir müssen tatsächlich schauen, dass wir die jungen Menschen hier behalten, die hier sind, um einfach Fachkräfte hier zu behalten. Wir müssen, glaube ich, das sagte ich gerade auch schon, viel darüber reden, was wir hier tatsächlich für ein guter Landkreis sind. Wir müssen breitbandärztliche Versorgung und Mobilität herstellen. Das sind die großen Herausforderungen. Und wir müssen tatsächlich auch die Digitalisierung gemeinsam gestalten. Sehr gut. Also erstmal gehe ich nicht davon aus, weil ich mit ganzer Kraft mich dafür natürlich jetzt auch einbringe, auch im Wahlkampf wieder Landrätin zu werden. Wenn es nicht passieren sollte, aufstehen, Krönchen aufsetzen und die nächste Herausforderung anpacken. Also hier ist schon mal nicht schlecht im Garten, oder? Also das ist schon einer meiner Lieblingsorte. Was ich aber auch sehr, sehr genieße, ist der Wald, den ich vor der Haustür habe und in den ich jeden Morgen gehe und einfach die Natur genieße bei meiner morgendlichen Waldlaufrunde. Mmh.
meine Meinung, meine Interessen vor die Interessen der Bürgerinnen und Bürger stellen. Wichtige Partner und wichtige Säulen der Demokratie, unserer kommunalpolitischen Arbeit, vor allen Dingen diejenigen, die es in den Kommunalparlamenten ehrenamtlich machen. Ein sehr erfolgreiches. Wir haben den Landkreis erfolgreich weiterentwickelt. Wir haben es aber auch geschafft, Herausforderungen erfolgreich zu meistern, auch hier gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir hatten in 2014/15 die Herausforderung der Flüchtlingszuwanderung, etwas, was wir alle uns nicht vorstellen konnten. Und auch das haben wir erfolgreich gemeistert. Insofern können wir stolz darauf sein, wie stark wir hier als Kreisgesellschaft zusammen sind. Man vielleicht zu wenig miteinander und zu viel übereinander redet und oft der Respekt verloren geht gegeneinander oder füreinander. Weiterhin so viel Spaß und Freude daran haben, mit mir gemeinsam diesen Landkreis zu gestalten und voranzubringen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie leben im schönsten aller hessischen Landkreise. Ein Landkreis, der wirtschaftlich erfolgreich ist, ein Landkreis, der unglaublich schöne, unterschiedliche Städte und Gemeinden hat, wo die Bürgerinnen und Bürger guten Wohnraum finden, gute Lebensbedingungen finden, Arbeitgeber, die gute Ausbildungsstätten und gute Arbeitsplätze bieten. Wir haben Hochschulstandorte, die dafür sorgen, dass wir hier erfolgreich uns weiterqualifizieren können. Wir leben in einer wunderbaren Landschaft, die Freizeitangebote in vielfältiger Art und Weise möglich macht. Und wir haben ein breit gefächertes Kulturangebot. Wir haben die Herausforderung, dass wir den Landkreis, der ein ländlich strukturierter Landkreis ist, in die Zukunft bringen wollen und in die Zukunft bringen werden, mit ganz vielen unterschiedlichen Themen, die uns beschäftigen. Und gemeinsam mit Ihnen möchte ich den Landkreis Marburg-Biedenkopf auch für die Zukunft erfolgreich aufstellen, dass wir uns an dieser Stelle den modernen Innovationen nicht verschließen, beispielsweise das Thema Digitalisierung, dass wir weiterhin dafür sorgen, dass dieser Landkreis Marburg-Biedenkopf für die Bürgerinnen und Bürger und für diejenigen, die neue Bürgerinnen und Bürger werden wollen, an der Stelle herzlich willkommen sind, hier gut aufgehoben sind und wir alle zusammen entwickeln die Kreisgesellschaft weiter voran und bringen diesen Landkreis sicher in die Zukunft. Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen zum Kandidatencheck. Da habe ich jetzt natürlich auch nochmal eine klitzekleine Anschlussfrage, weil wir hatten das bei den anderen Kandidaten, bei dir war das ja jetzt nicht so der Fall. Was hast du denn zum Beispiel damals gemacht als erstes, als du Landrätin geworden bist? Bei meinem ersten Arbeitstag, meinst du? Bei meinem ersten Arbeitstag, morgens um 9 musste ich auf den ersten hessischen Breitbandgipfel nach Gießen, nach Wetzlar fahren. Okay. Das war eine große Herausforderung, weil ich dort auch ein Statement hatte. Insofern hat die eigentliche Arbeit vorher schon angefangen, aber dann habe ich tatsächlich nachmittags als allererstes alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung zusammengerufen und habe mich vorgestellt. Ja. Wie steigt man ansonsten so in so ein Amt ein? Man hat ja erstmal so eine Orientierungsphase am Anfang, nehme ich an. Ja, das stimmt. Das stimmt. Man hat natürlich eine Orientierungsphase. Und ganz ehrlich habe ich im ersten Jahr jeden Abend gedacht, mein Kopf platzt auseinander, weil ich so viele neue Informationen hatte und so viele Menschen neu kennengelernt und getroffen habe, dass ich völlig überflutet war mit Informationen. Ein großer Vorteil war, dass ich tatsächlich 14 Jahre lang Verwaltungserfahrung schon hatte, weil die ganzen Verwaltungsvorgänge, die ja auch jeden Abend auf dem Schreibtisch liegen, die musst du ja dann abarbeiten und da ist es nicht verkehrt, wenn man tatsächlich Verwaltungserfahrung hat und das hat mir damals auch das Leben sehr erleichtert.
Du hast eben gerade im Kandidatencheck die Ehrenamtspauschale erwähnt. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal für unsere Zuschauer sagen, was genau das ist? Das ist ein Kreistagsbeschluss, den wir vor 3 Jahren gefasst haben als Antrag der Großen Koalition. Wir arbeiten ja seitdem ich Landrätin bin in der Großen Koalition sehr erfolgreich zusammen und bringen hier auch die Projekte gemeinsam für den Landkreis voran. Und wir haben damals gesagt, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, Ehrenamtliche zu unterstützen, auch finanziell. Hauptsächlich funktioniert das über Vereinsförderung. Sportförderung, Kulturförderung, da gibt es nicht nur Kreisförderung, da gibt es auch Landesförderung, Bundesförderung manchmal. Wir haben ganz viele Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, die das aber nicht in Vereinen machen und die dann quasi aus solchen Förderungen rausfallen. Also zum Beispiel alle, die sich in Flüchtlingsinitiativen organisieren. Die ältere Dame, die im Ort dafür sorgt, dass die Blumenkübel bepflanzt und gewässert werden. Der ältere Herr, der die Bänke repariert in der Gemarkung deines Ortes. Und dann haben wir gesagt, wir möchten genau für die auch eine finanzielle Anerkennung auf den Weg bringen und haben gesagt, wir nehmen pro Einwohner 1 Euro, 250.000 Euro, stellen die in den Haushalt ein als Ehrenamtspauschale und die werden dann nach Einwohneranzahl auf die Städte und Gemeinden verteilt. Mhm. Die Städte und Gemeinden sorgen dann selber dafür, wer dieses Geld bekommt, weil die natürlich als Bürgermeister, als Kommunalpolitiker viel näher dran sind an dem, was vor Ort passiert. Ja. Und das haben wir verstetigt und wenn ich auch zukünftig Landrätin bin, werden wir das auch zukünftig in den Haushalten verstetigen, dass wir diese 250.000 Euro als Ehrenamtspauschale da drin haben. Bevor wir zu den Nutzerfragen kommen, habe ich auch noch mal eine ganz persönlich private Frage, also nicht so privat. Aber ich darf ich auch Nein sagen? Natürlich, du musst nicht jede Frage beantworten, das liegt ganz bei dir. Nein, aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, das fing schon allein bei der Titelwahl an. Nenne ich das jetzt Kandidatencheck zur Landratswahl, nenne ich es Kandidatinnencheck zur Landrats- oder Landrätinnenwahl. Ich habe mich dann letzten Endes an die Kurzfassung gehalten, also Kandidatencheck zur Landratswahl. Wie stehst du denn zu dieser ganzen gendergerechten Sprache? Wie kommst du damit um? Klar? Oder wie wichtig ist dir die Sache? Also ich glaube, wir alle müssen damit klarkommen, weil es tatsächlich etwas ist, was wir ja in der Gesellschaft voranbringen wollen. Manche denken, es ist, Gottchen, man könnte das auch lassen, weil das ist ja nur Schriftbild und jeder weiß ja, was damit gemeint ist, wenn Kandidatencheck ist oder wenn Landratswahl ist. Ich finde es aber trotzdem wichtig, das tatsächlich auch umzusetzen. Wir haben auch bei uns im Kreistag den Beschluss, dass wir nach und nach alle unsere Satzungen gendergerecht aufbauen. Es ist, glaube ich, wenn man in den Umgangssprachliches betrachtet, an vielen Stellen tatsächlich wird es ja nicht gelebt. Es tut mir auch nicht weh. Ich bin jetzt nicht diejenige, die das dann verfechtet und sagt, es muss unbedingt Kandidatinnencheck heißen, ja. So Landrätinnenwahl. Landrätinnenwahl sage ich ganz gerne, weil ich finde, das ist etwas, was es so ein bisschen besonders macht. Aber wenn man es nach Kommunalwahlgesetz sieht, ist es eben eine Landratswahl und keine Landrätinnenwahl. Wenn man aber selber eine Kandidatin ist, finde ich, hat es auch ein bisschen was Humorvolles, wenn man es Landrätinnenwahl nennt. Vielleicht brauchen wir davon ein bisschen weniger. Nämlich ernst und vielleicht einfach ein bisschen mehr Humor, um die Sachen zu betrachten. In vielen Dingen würde ich dich da unterstützen. Genau. Ja, wie viel Humor die unsere Nutzer bewiesen haben, das sehen wir jetzt bei den Nutzerfragen. Da gab es natürlich ein paar. Ihr habt natürlich noch weiterhin die Möglichkeit, dann Fragen zu stellen. Zum Beispiel hier unter dieses Video könnt ihr Fragen posten oder auf meiner Facebook-Seite, auf MyKirchhain. Da hatte ich ja damals diese Vorankündigung gehabt. Und wenn ihr da einfach, ich setze auch nochmal den Link dazu in die Beschreibung, wenn ihr da nochmal Fragen stellen wollt, du liest dir das durch oder ich benachrichtige dich, wenn mal wieder was Neues reingekommen ist und dann kannst du die Fragen auch gerne schriftlich beantworten. Ich gehe davon aus, dass du das machen würdest. Auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir zu der ersten Frage. Da gab es natürlich auch ein paar, die mich direkt angeschrieben haben und ohne Namensnennung arbeiten wollten. Und zwar anonym fragt, planen Sie nach Ihrem Amtsantritt eine Auslandsreise in Ihrem neuen Amt?
Auslandsreisen sind ja Bestandteil der Partnerschaftspflege, die wir machen. Und ich finde gerade in einer Zeit wie heute, dass wir große Herausforderungen haben in Europa, ist es richtig und wichtig, dass wir uns auch mit unseren Partnern, die wir haben, hier austauschen, auch vor Ort austauschen. Wir sind immer gerne Gastgeber und freuen uns, wenn unsere Partner und Freunde in den schönsten aller hessischen Landkreise kommen. Und natürlich wird es an irgendeiner Stelle irgendwann mal wieder so sein, dass ich auch in unsere Partnerregion fahre. Nee, ist klar, worauf die Frage abzielte. Genau. Dann haben wir wieder eine anonyme Frage, und zwar diesmal aus Emsdorf. Was sagen Sie zum Thema Windkraft, insbesondere zum Aufstellen neuer, höherer Anlagen in Waldgebieten? Also wenn man über den Landkreis Marburg-Biedenkopf schaut, dann sieht man ja tatsächlich, wie viele Windkraftanlagen wir schon haben. Das ist völlig egal, ob ich das im Ostkreis betrachte oder ob ich das im Westkreis betrachte. Und ich finde, wenn man es in der Gesamtheit betrachtet, kann man zu dem Schluss kommen, dass Marburg-Biedenkopf seinen Anteil an der 2%-Regel, die das Land Hessen ausgegeben hat, erreicht hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir wegkommen von fossilen und atomaren Energiequellen, dass wir erneuerbare Energien an der Stelle entsprechend auch weiter forcieren müssen. Mhm. Es kann nicht immer nur Windkraft sein, die wir an der Stelle betrachten müssen. Es muss ein Energiemix sein, den wir auch voranbringen müssen mit den unterschiedlichen Energiearten. Nichtsdestotrotz muss man auch schauen, wenn man jetzt es einfach so plakativ darstellt, größere Anlagen in Waldgebieten, haben wir auch schon viele Investoren, die im Sinne des Repowerment größere Anlagen bauen. Ja, also jetzt nicht unbedingt hier im Landkreis, aber dafür weniger, weil die einfach leistungsfähiger sind. Das muss man tatsächlich im Einzelfall auch ganz gesondert betrachten. Wobei, und da möchte ich nochmal zu meinem Eingangsstatement zurückkommen, ich natürlich schon auch, und das machen wir auch in der überregionalen, in dem überregionalen Austausch, dort vehement immer vertrete, dass der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit der Anzahl der Windräder, die er im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat, mehr als überversorgt ist. Wohl wissend, dass wir den Teilregionalplan Energie haben, wo es Windvorrangflächen gibt, die ausgewiesen sind, und dort per se erstmal jeder Investor, der Interesse zeigt, dort auch bauen könnte. Auch eine Frage, die ich mal einem anderen Kandidaten gestellt habe. Welche Steuerungsmöglichkeiten habt ihr denn da als Landkreis? Könnt ihr da überhaupt irgendwie großartig was machen, verhindern, selbst wenn ihr jetzt sagen würdet, also in dem Wald ist uns die Windkraftanlage jetzt auch zu viel? Also wir persönlich können gar nichts verhindern, weil wir auch keine Flächen haben auf den Windvorranggebieten, die ausgewiesen sind. Es gibt ja Städte und Gemeinden, die das über ihren Flächenbezug versuchen zu behindern an der Stelle, oder die das vorhaben. Aber wir als Landkreis haben da überhaupt keine Einflussmöglichkeiten, weil wir auch nicht die Genehmigungsbehörde sind. Das ist die obere, also die übergeordnete Behörde, der Regierungspräsident. Also quasi das Land Hessen, der dann da so mehr der Ansprechpartner ist. Das ist für uns an der Stelle keine, also in der Verwaltung keine Möglichkeit, ja. Und der Teilregionalplan Energie wird ja aus der Regionalversammlung aufgestellt. Da sind natürlich die politischen Vertreter aus den unterschiedlichen Landkreisen vertreten. Ja. Und die entscheiden als politisch gewählte Vertreter darum, wie der Teilregionalplan Energie aussieht. Mit dem Ziel, was die Landesregierung vorgegeben hat, 2% der Gesamtlandesfläche als Windvorrangfläche auszuweisen. Okay, vielen Dank erstmal dafür. Die nächste Frage kommt von Edgar Heurich aus Stadtallendorf. Und zwar fragt er, würden Sie für eventuelle Fehlentscheidungen nicht nur die Verantwortung tragen, sondern sich auch persönlich mit Gehaltsverzicht und oder Pensionsverzicht am angerichteten Schaden beteiligen? Oh Gott, ich hoffe, dass mein Handeln in der Verwaltung immer so ist, dass ich nie in diese Situation komme. Ich glaube, das muss man immer, man muss sich immer sehr bewusst sein, in welcher Verantwortung man dann steht, in welcher Verantwortung der Entscheidung man auch steht. Und es gibt klare Regeln,
die hier zugrunde gelegt werden, die ich auch zugrunde lege. Insofern glaube ich nicht, dass ich in eine Situation komme, die, ich sag mal, dieses Maximalszenario dort hervorruft. Aber natürlich ist es überhaupt keine Frage, das mache ich heute auch, wenn ich weiß, dass Entscheidungen fehlgetroffen wurden, aus welchen Gründen auch immer, stehe ich auch zu der Verantwortung und stehe ich auch zu der Entscheidung, übernehme die Verantwortung darüber, weil schließlich und endlich ist ja meine Entscheidung war. Ja. Dann haben wir Volker Breustedt aus Wetzlar und zwar fragt er, wo sehen Sie die Aufgabe des Landkreises im Thema Arbeitsmarkt und wo sehen Sie Zusammenarbeitsformen mit der Arbeitsagentur Marburg? Also das ist einer unserer größten Tätigkeitsfelder, zu gucken, dass wir Menschen in Arbeit kriegen hier im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Wir haben ein sehr gut aufgestelltes Kreis-Jobcenter, heißt ja jetzt Fachbereich Integration und Arbeit. Und dieser Fachbereich hat sehr, sehr gute Konzepte mit der Arbeitsagentur, die nicht zuletzt dafür sorgen, dass wir als Landkreis bundesweit sehr weit vorne sind, was die Integration der Neubürgerinnen und Neubürger angeht, also die Integration in Arbeit. Mhm. Und das ist ein Erfolgskonzept, welches andere Landkreise, andere Regionen schon kopieren. Und insofern freue ich mich darauf, dass wir hier so ein gutes Level hingekriegt haben, dass unser Fachbereich, unsere Verwaltung mit der Arbeitsagentur an vielen Stellen gut zusammenarbeitet und auch neue, innovative Projekte gemeinsam auf den Weg bringt. Mhm. Ja, dann gab es nicht nur Fragen, sondern auch, ja, ich nenne es mal Anmerkungen. Und zwar Retep Sedop aus Lolla hat geschrieben, alle fünf unwählbar, 3 Ausrufezeichen, da brauche ich jetzt muss ich nochmal, das ist mir nämlich hier ein bisschen durcheinander gewurschtet. Also alle fünf unwählbar, da brauche ich gar keine Frage zu stellen. Diese Parteien haben das Land in die Grütze gefahren, warum sollte die noch jemand wählen? Löst euch auf und verlasst Deutschland endlich. Was sagst du zu diesem Kommentar? Also bis auf die Tatsache, dass er mich ausgesprochen sprachlos macht und man am Kommentar sehen kann, aus welcher politischen Richtung es kommt, das will ich jetzt nicht kommentieren, signalisiert das aber ein grundsätzliches Problem. Die Menschen müssen verstehen, und das ist die große Herausforderung, die wir auch jetzt in diesem Wahlkampf haben, und das geht nicht nur mir so, sondern das geht allen so. Wir müssen verkaufen, was tun wir hier vor Ort erfolgreich für diesen Landkreis und für die Menschen, die hier leben. Das ist nicht das Gleiche, wie das auf bundespolitischer Ebene passiert. Aber die Gesellschaft und die Lebensumstände sind kompliziert geworden und es ist oft nicht einfach, politische Verhältnisse oder politische Entscheidungen zu erklären. Mhm. Wohl wissend, dass viele von uns einfache Entscheidungen und einfache Erklärmuster möchten, damit sie was verstehen. Das ist eine große Komplexität und eine große Herausforderung im ganzen gesamtpolitischen Betrieb. Aber ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger sollten die Möglichkeiten wahrnehmen in unterschiedlichen Veranstaltungen oder jetzt zum Beispiel auch in dem Kandidatencheck, den du machst, die Kandidaten kennenzulernen und das kennenzulernen, was sie vor Ort bereits gemacht haben oder mit welchen Ideen und Vorstellungen sie in diesen Wahlkampf gehen und was hier vor Ort passieren soll, hat in ganz, ganz vielen Fällen eben nichts damit zu tun. Kommunalpolitik ist was anderes als Landespolitik und ist was anderes als Bundespolitik. Mhm. Aber das müssen wir als Kandidaten verkaufen und insofern ist es gut und danke dafür, dass es eine Möglichkeit gibt, auch jetzt zum Beispiel durch diesen Kandidatencheck, durch dieses Interview auch nochmal ein bisschen zu informieren. Was würdest du denn grundsätzlich sagen, wenn jetzt jemand sagt, naja gut, also das schließt auch so ein bisschen direkt an diese Frage oder an diese Anmerkung an, wenn jemand sagt, ja klar, im Wahlkampf, da sind sie natürlich freundlich und da erscheinen die Kandidaten überall, aber dann, sobald sie gewählt sind, dann sind wir als Bürger nicht mehr so wichtig und interessant. Was würdest du denn zu so einer Behauptung sagen? Oft geistert ja auch oft genug rum. Ja, also ich meine, wenn ich das jetzt auf mich und meine Arbeit persönlich herunterbreche, dann würde ich das einfach verneinen, weil das stimmt nicht, dass ich nicht sichtbar bin, das stimmt nicht, dass ich nicht mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch komme. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen, habe ich gerade schon mal gesagt. Ich mache regelmäßig Bürgersprechstunden, wo die Menschen auch zu mir kommen können. Ich bin vor Ort bei den Gemeindebesuchen, wo die Menschen die Möglichkeit haben, mit mir ins Gespräch zu kommen, um auch hier ganz konkret
sich zu informieren oder auch die Probleme und die Herausforderungen zu transportieren. Das funktioniert auch an vielen Stellen. Wir nutzen ja auch als Landkreis die sogenannten neuen Medien, die sozialen Medien. Auch darüber kann Kontakt aufgebaut werden. Ja. Nutzen leider auch viele sehr undifferenziert. Das muss man an der Stelle auch dazu sagen. Aber auch damit muss man umgehen, weil das einfach unsere gesellschaftliche Entwicklung ist und die Herausforderungen, die man damit hat. Wie stehst du denn grundsätzlich selbst persönlich zu den sozialen Netzwerken? Also du hast ja auch gerade schon mal gesagt, wir können die nicht verleugnen, weil sie einfach da sind. Sie gehören zum täglichen Leben und zum täglichen Nutzerverhalten von vielen, vielen Menschen dazu. Nicht alle, auch gar nicht alle. Ich selber nutze gar nicht alle sozialen Medien. Also ich bin zum Beispiel nicht... Keiner von uns. Ja gut, es gibt ja welche, die sind auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. überall. Ja. Das ist es nicht, aber es ist eine neue Art oder eine jetzt nicht mehr so ganz neue, aber es ist eine Art zu kommunizieren, die ich wertvoll finde, wenn man es richtig macht. Auch das bietet nochmal Möglichkeit, das zu verkaufen, was der Landkreis Marburg-Biedenkopf erfolgreich tut, was ich als Landrätin erfolgreich in den letzten 6 Jahren getan habe. Und insofern nutze ich das natürlich auch. Ich habe aber auch schon erlebt, dass ich ganz persönlich angegriffen wurde über Facebook. Also auch die weniger schönen Seiten, die man auch in der öffentlichen oder ich sag mal halb öffentlichen Kommunikation hat, weil öffentlich ist es ja nicht. Öffentlich wäre, wenn wir zwei uns auf dem Podium begegnen würden oder wenn wir uns in der Veranstaltung so face-to-face austauschen würden. Da gibt es ja nochmal Abstufungen. Genau. Es gibt ja dann auch nochmal geschlossene Gruppen. Genau. Und dann gibt's aber auch diese Distanz, Gruppen, die dann nicht da ist, die viele Menschen dazu verleitet, ich sag mal, wo man sich manchmal fragt, gibt es da keine Wertvorstellung mehr des gegenseitigen Miteinanders? Das ist etwas, was schon erschreckend ist. Aber auch da müssen wir mit umgehen. Das werden wir nicht aus der Welt schaffen, indem wir es ignorieren. Ja. Okay, dann kommt man zur nächsten Nutzerfrage, auch wieder eine anonyme Frage. Wir haben in unserem Betrieb, war wohl ein Handwerksunternehmen, Probleme damit, die anfallende Arbeit bewältigen zu können, da wir keine neuen Fachkräfte oder Auszubildende finden. Was wollen Sie gegen diesen Notstand unternehmen? Also ich habe ja schon mal gerade gesagt, dass wir hier zwei Hochschulstandorte haben, dass wir viele Betriebe haben, die tatsächlich ausbilden. Das ist ein grundsätzliches Problem. Das merkt jeder Arbeitgeber, dass es immer weniger Menschen gibt. Es gibt immer weniger junge Leute. Wir haben einfach vor 20 Jahren zu wenig Kinder bekommen, auch hier im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Das war also mein Alter. Und insofern müssen wir damit umgehen. Ja. Was wir tun, ist, dass wir in Netzwerken mit den Kammern, mit den Innungen versuchen, hier tatsächlich auch interessante Programme aufzubauen und hier auch einen guten Bildungsstandort zu haben, um klarzumachen, das ist einfach eine tolle Region, in der man arbeiten kann. Das sind tolle Betriebe, die hier Arbeitsmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten bieten, wohl wissend, dass wir hier in Konkurrenz stehen mit allen. Also selbst die Verwaltung steht in Konkurrenz mit allen anderen Arbeitgebern. Und ich kann Ihnen sagen, das ist auch für uns nicht einfach. Mhm. Ja. Ja, damit sind wir eigentlich schon bei den Nutzerfragen am Ende angelangt. Wie gesagt, anscheinend hat sich der Beitrag auch nicht so groß verbreitet oder die Leute hatten einfach keine Lust. Ich hoffe, dass sich das dann später noch ändert, nachdem der Beitrag ausgestrahlt wird. Ich hätte aber auch noch eine persönliche Abschlussfrage und zwar haben wir die gerade eigentlich schon so ein bisschen zum Teil geklärt, aber was würdest du denn nochmal zusammenfassend sagen, welche Vorurteile gerade, wenn es um Kreis- und Kommunalpolitik geht, ärgern dich denn so am meisten? Weil das ist ja letzten Endes eine ganz andere Liga als, sage ich mal, Landes- oder Bundespolitik, wo man wirklich die Profi-Politiker sitzen hat. Ja. Also ich würde mich auch als Profi-Politiker bezeichnen. Ja. Aber du hast es ja gerade schon mal angesprochen. Ein Großteil unserer Kommunalpolitik wird von Ehrenamtlern umgesetzt. In den Ortsbeiräten, in den Gemeindeparlamenten, in den Stadtparlamenten. Die machen das in ihrer Freizeit, weil sie Lust haben, mitzugestalten. Wenn dort nicht unterschieden wird zwischen den Professionellen, die dafür bezahlt werden, so wie ich oder wie der erste Beigeordnete, dass sie diesen Landkreis gestalten, sondern die das in ihrer Freizeit machen, die trotzdem, weil sie einer bestimmten Partei angehören, Anfeindungen und Beschimpfungen ausgesetzt sind, die für
die verunglimpft werden, dann ist das etwas, was mich total wütend macht an der Stelle, weil es dem Engagement nicht gerecht wird und weil es auch nicht stimmt an der Stelle. Man kann Kritik äußern. Ich finde auch, es richtig und wichtig, Kritik zu äußern, aber sie muss konstruktiv sein und sie darf nicht verletzend sein und sie muss das Ziel haben, dass man etwas voranbringt. Und das ist, in der heutigen Zeit gibt es eben Menschen und Strömungen, die wollen kritisieren, aber verletzend kritisieren und zerstörend kritisieren. Und das ist nichts, was uns als Gesellschaft voranbringt. Ganz im Gegenteil, das schadet uns. Und das macht mich unglaublich wütend. Jetzt habe ich dir so viele Fragen gestellt, die ganze Zeit. Was wäre denn eine Frage, wo du sagen würdest, die müsste meiner Meinung nach jeder Kandidat oder jede Kandidatin beantworten können, sollen? Die Frage, warum wollen Sie Landrätin oder Landrat dieses wunderschönen Landkreises werden? Das muss jeder beantworten können. Kannst du es auch? Ja, natürlich. Ja, dann mach doch mal. Ich glaube, wir haben es schon grob gehört, aber du kannst es gerne noch mal. Also, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich finde, das ist der schönste aller hessischen Landkreise. Und Landrätin zu sein, ist nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Berufung. Und ich mache das von Herzen gerne und ich mache es auch gut. Und insofern ist es, glaube ich, an der Stelle einfach der Beruf, die Berufung, die zu mir passt. Und ich würde das gerne weitermachen. Das wäre jetzt fast ein schönes Schlusswort, wenn wir nicht noch ein klitzekleines Quiz vorbereitet hätten. Und zwar, eine Landrätin muss sich natürlich auch gut im Landkreis auskennen und natürlich erwarten wir auch, dass sie diesen aus dem FF herausgibt, damit sie ja auch für ihn nach außen in Werbung machen kann. Wir haben hier eine kleine Karte des Landkreises Marburg-Biedenkopf. In weiß sind die Flüsse dargestellt, orange sind so die wichtigsten Straßen. Und Geografie. Genau, Geografie. Wir haben knapp 190 Ortsteilgemeinden im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Also Kerngemeinden hatten wir ja schon gesagt, das sind die 22, aber mit allen Ortsteilen zusammen sind wir bei knapp 190. Und da muss man natürlich als Landrätin auch wissen, wo jeder Ortsteil sitzt. Für dich soll es jetzt die Aufgabe sein, in drei Runden quasi jeweils zwei Ortsteile auf der Karte zuzuordnen, wo die sitzen. Und danach kommt die Auflösung. Und dann, ja, die kommt leider erst, sobald das Video veröffentlicht ist, da ich hier die technischen Möglichkeiten nicht habe. Aber wir werden das zumindest grob hinterher nochmal aufklären, wo wir dann, wo ich dann hinterher nochmal die richtige Karte einblende und wir dann auch ein wenig vergleichen können, welcher Kandidat lag eigentlich am nächsten insgesamt dran von den Kilometern her. Ja, ich hole erst nochmal kurz den Umschlag. Ich tue das mal hier hin. Da habe ich natürlich auch meinen kleinen Spicker drin, welcher Ortsteil zu welcher Kerngemeinde geht. Den Was muss ich tun? Umschlag gebe ich dir und dann ziehst du einfach mal ein Zettel. Zwei Zettelchen raus. Zwei Stück. Die ersten zwei Gott, Ortsteile die für die erste Runde. Ja. Ich musste Papier sparen. Ich mache das ja auch alles ehrenamtlich. Dann legst du euch hier hin, dann sage ich es dir. Da haben wir einmal Frohenhausen. Welches? Und Hachborn. Mhm. Welches? Das, jetzt sagst du was. Gibt es mehrere? Ich sag ja, ich bin stümperhaft. Was soll ich sagen? So, dann gebe ich dir erstmal das hier. Und dann kannst ich du glaube, sie werden unterschiedlich geschrieben. Aber ich glaube auch. Das war auf jeden Fall mit H, oder? Das ist mit H, genau. Das ist das Frohenhausen mit so. H. Dann nehme ich mal an, das ist das Frohenhausen, was mal gucken, dass ich das Schnabel gehört. Oh, da müssen wir dich natürlich auch mal mehr in die Kamera rücken. So. Und das ist ja sehr, sehr, sehr im Süden bei uns. Ja. Ich kann es auch ein bisschen höher halten. Ja. Bundesstraße, Lahn. Das ist ja ein bisschen gemein, ne? Weil das ist ja so eine Flächengemeinde. Alles sind Flächengemeinden. Genau. Und insofern, so. Das andere ist, Hachborn, gehört genau. In den Ebsdorfer Grund, Sonnenscheingemeinde. Gut. So, ein Tipp, den ich natürlich auch anderen gegeben habe. Das hier ist die Lahn. Bitte schön. Ich muss mal ein bisschen runterstellen hier. Na, egal. So. Gut. Zu welchem der beiden Ortsteile möchtest du gerne was sagen? Was fällt dir dazu ein?
Ich würde was zu Frohnhausen sagen, tatsächlich. Ja, ja, weil wir haben das ja gerade schon gesagt, wir haben 22 Städte und Gemeinden. Als ich Landrätin wurde, hatten wir einen Oberbürgermeister und sonst nur Bürgermeister. Ja. Eine Stadträtin, klar. Aber keine einzige Bürgermeisterin. Und mit Claudia Schnabel ist die erste Bürgermeisterin bei uns in den Landkreis Marburg-Biedenkopf eingezogen, was ich sehr, sehr gut finde. Frohnhausen ist eine Gemeinde, die ein unglaubliches Entwicklungspotenzial hat, weil sie nämlich an der Main-Weser-Bahn liegt. Also nicht nur die Lahn fließt ja hier, sondern da geht auch unsere Hauptschienenverbindung durch. Und wir an der Stelle ganz besonders merken, dass viele Menschen, die bei uns im Landkreis Marburg-Biedenkopf wohnen, gerne in Frohnhausen wohnen würden oder in Frohnhausen wohnen, weil sie dann einfach schnell im Rhein-Main-Gebiet sind zur Arbeit. Mhm. Das ist etwas, was Frohnhausen auch in Zukunft ein unglaubliches Entwicklungspotenzial geben wird, mit der Herausforderung, dass sie eben neues Bauland ausweisen müssen. Da sind sie aber, glaube ich, gerade in der politischen Diskussion, wie sie das dort machen. Ja, ich freue mich einfach, dass ich mit Frau Schnabel auch eine Bürgermeisterin in meinen Bürgermeisterrunden habe. Okay, gut. Dann kannst du die nächsten zwei ziehen. Dann kommen wir zur Runde 2 und 3. Oh Gott. Nieder-Aspe? Nieder-Aspe, ja. Bernsdorf. Und Bernsdorf. Ich gebe dir das mal. Gib dir mal den Pin. Da wird es jetzt etwas kniffliger, oder? Ja. Da hätte ich zum Beispiel überhaupt keine Ahnung. Ich fange mal mit Nieder-Aspe an. Mhm. Also es muss wahrscheinlich irgendwo unten liegen. Nee. Sonst wäre es ja Ober-Aspe. Das gibt's auch. Genau. Nieder-Aspe gehört zu Münchhausen, das ist eine Nordkreiskommune. Ah, okay. Und insofern ungünstig gewählt, dein Name. Würde ich es mal hier hin machen? Ja. Bernsdorf. Gehört zu Köln. Guck, frag mich nicht. Ich werde mir nachher auch nur den Computer zur Hilfe nehmen. Ja. Genau. Wenn ich das richtig, Bernsdorf ist echt, das gehört zu Kölbe. Und das ist ja hier an der Ecke, wo die Lahn und die Ulm zusammenfließen. Das ist das Schöne an dem Spiel, das gibt auch gleich nochmal unseren Zuschauern ein bisschen Geografieunterricht. Ja. So. Okay. Zu welchem Ortsteil möchtest du was sagen? Zu Nieder-Aspe. Nieder-Aspe? Ja. Sag ich gerne was, weil Nieder-Aspe, jetzt fällt mir gerade auf, ich glaube, ich habe es viel zu weit in die Mitte gesetzt. Dann setz es nochmal um. Du darfst es nochmal umsetzen. Ja, die sind noch viel, viel weiter draußen, oder? Wir sind hier nicht beim Schach berührt geführt. Also, Nieder-Aspe ist ein sehr kleiner, aber feiner Ort mit einem tollen ehrenamtlichen Engagement. Das ist das, was ich immer mit Nieder-Aspe verbinde. Mhm. Und das, was es dort gibt, was man auch immer sieht, wenn man dort ist, ist dieser wunderbare Christenberg, Burgwaldregion, die da sozusagen sich anschließt. Und das ist einfach, finde ich, einer der landschaftlich schönsten Ecken, die wir im Landkreis Marburg-Biedenkopf haben. Okay. So, dann die letzte Runde. Die letzten zwei. Du hast übrigens, blöd, dass ich dir das jetzt erst sage, aber du hast theoretisch einen Joker, wenn du was zu einer Ortsteil oder zu keiner der beiden Ortsteilgemeinden sagen kannst, dann kannst du auch was zu der Kerngemeinde sagen, dann müsste ich dir raussuchen. Oberdieten. Okay, sagt mir auch nichts. Und Allendorf. Wenn Stadt dran gehangen hätte, dann hätte mir das mehr gesagt, aber jetzt ist die Pins. Allendorf-Hohenfels ist das, gehört zu Dautphetal. Okay. Mhm. Ich merke gerade, dass ich geografisch im Landkreis eine ganz schöne Niete wäre. Das ist, ich glaube, einer der kleinsten Orte, die wir haben. Aber dieser Ort hat einen der jüngsten Ortsvorsteher, nicht nur den jüngsten Ortsvorsteher, sondern auch den jüngsten Ortsbeirat. Mhm. Jetzt muss ich mal ganz kurz Bundesstraße Lahn, die Bundesstraße hier ungefähr. Okay. Das gehört zu Breitenbach. Breitenbach, okay. Ja,
und ist was zu Allendorf sagen. Ja. Allendorf-Hohenfels gehört zu Dautphetal und hat, wie gesagt, einen sehr jungen Ortsbeirat. Vor allen Dingen, was ich mit Allendorf immer verbinde, die haben ein eigenes Schwimmbad noch, ein eigenes Freibad mit einer unglaublich aktiven DLRG-Ortsgruppe, die dafür sorgen, dass wirklich jedes Kind in Allendorf in den Sommerferien schwimmen lernt. Das ist eine große Herausforderung, weil wir immer weniger Kinder haben, die tatsächlich schwimmen können. Und die Ortsgruppe schafft es, dort tatsächlich im Freibad immer ein tolles Sommerangebot zu machen, sowieso das ganze Jahr über. Und das ist etwas, was unglaublich beeindruckend ist. Ja, super. Vielen Dank. Ich hoffe, dir hat das Spiel ein wenig Spaß gemacht. Das ist nicht so ganz falsch. Mir war schon bewusst, das ist was, wo man natürlich am Ende fast nur verlieren kann bei der Sache. Aber auch solche Sachen müssen mal sein und ein bisschen Unterhaltung schadet ja so einem Beitrag auch nicht. Damit sind wir eigentlich schon am Ende von dem Interview. Die Zeit verging schneller als gedacht, fand ich. Stimmt, fand ich auch. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du bei diesem Kandidatencheck mitgemacht hast. Danke, dass ich dich in meinen Garten einladen durfte. Ja, danke, dass ich hier in diesem Garten sitzen durfte, vor allem im Schatten. Da hätte ich gleich noch ganz, ganz zum Schluss eine Frage, dass gerade wenn wir jetzt so diese Hitze haben, auch wenn ich eigentlich schon mein Schlusswort sagen wollte, aber das Thema Wasser, wie beurteilst du das denn? Da gibt es ja, also ich kriege das immer nur so ein bisschen am Rande mit, da gibt es aus dem Landkreis, wandert das Wasser nach Frankfurt und so weiter. Achso, Trinkwasserversorgung. Genau, Trinkwasserversorgung und Co. Wie siehst du denn die ganze Situation oder wie stellt sich überhaupt die Situation so dar im Moment? Also die Trinkwasserversorgung für den Landkreis ist gesichert, auch mit dem, was wir sozusagen über den ZMW ja nach Frankfurt liefern. Ja. Wenn wir allerdings noch längere und mehr Trockenphasen haben, dann ist das schon etwas, wo wir reagieren müssen. Und es gibt auch von meiner Wasserbehörde die Ansage, tatsächlich schon aus Flüssen und Bächen kein Wasser mehr zu entnehmen. Ja. Man sollte auch nicht unbedingt immer seinen Garten sprengen in der jetzigen Zeit. Ja. Das wird, wenn wir noch ein paar trockene Tage haben, eine Herausforderung werden, dass wir dann auch genügend Wasser haben. Und Trinkwasser ist unsere wertvollste und am besten kontrollierteste Ressource. Damit sollten wir sehr ressourcenschonend umgehen. Auch das könnte ein schönes Schlusswort sein. Genau. Also wie gesagt, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn natürlich irgendwelche Störungen zu sehen oder zu hören waren, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich mache das Ganze hier im Grunde in Eigen- und Alleinregie. Das heißt also, es wird natürlich nicht immer alles hundertprozentig perfekt laufen. Deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, wenn ihr, weil das Ganze ja eben ehrenamtlich betrieben wird, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Euro mal locker machen könntet in Form einer Spende. Auch da blende ich gerne eine Adresse zum Schluss ein. Ansonsten bleibt mir nur noch dir alles Gute und viel Erfolg für die kommende Wahl und den kommenden Wahlkampf zu wünschen. Danke. Und nochmal vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Sehr gerne. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann wie bei YouTube üblich wäre natürlich ein Daumen hoch ganz schön. Falls nein, dann dürft ihr natürlich auch einen Daumen nach unten machen. Aber wir haben es ja gerade schon gehört, konstruktive Kritik ist immer die beste. Das heißt also, es wäre natürlich auch schön, wenn ihr mit dazu schreibt, warum ihr den Daumen nach unten gebt. Lag es an der Technik, lag es an mir, lag es an der Kirsten. Wir sind für alles offen, solange es konstruktiv ist. Genau. Also, bis zum nächsten Beitrag und vielen Dank. Bitte, bitte. Und tschüss. Bis dahin. Tschüss.